liebe Freunde, zu einer weiteren Ausgabe unseres WoW Addon Tutorial Guides, whatever, was auch immer. Heute befassen wir uns ein wenig mit dem Chatten in WoW, mehr oder weniger. Und wir nutzen dafür heute das Programm WIM, also WoW Instant Messenger. An sich gibt es noch sehr viele andere Chat-Addons, zum Beispiel Elephant, Pratt, Chatter, all sowas. Das sind aber meistens Mods für die Chatbox an sich und. Und ja, WIM funktioniert nach dem Prinzip, dass praktisch ein Fenster aufpoppt, wenn man angewispert wird. Und wir haben jetzt keine Flüsternachricht, das zeige ich euch jetzt einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich selber anflüster, entschuldige das bitte, wenn ich ab und zu lispel. Das Ding ist nur, ich habe gerade so eine Lutschpastille im Mund, weil ich etwas Halsschmerzen habe und meine Stimme an sich eigentlich ein bisschen geschont werden müsste. Aber egal. So, Addon Tut. Wir whispern nun Addon Tut an. Also ihr seht das wahrscheinlich eingegeben, wie Addon Tut, um uns anzuwispern. Und ihr seht, das Ganze wurde auch direkt in ein kleines Chatfenster umgewandelt. Irgendwie verzögert sich meine Maus ein bisschen, aber naja gut. So, und wenn wir uns jetzt anschreiben. Ja, erstmal, klar, ich bin jetzt gerade D&D, weil ich will nicht gestört werden beim Aufnehmen. Aber so sieht das Ganze dann aus. Ihr bekommt hier unten auch keine Nachricht mehr drin. Halt nur im Kampf. Wenn ihr im Kampf seid, werden die Nachrichten hier unten hin umgeleitet. Einfach damit, falls man es sehen will, da unten kurz das sehen kann, aber nicht das, was ins Bild springt. Und an sich solltet ihr aber jetzt wissen, was damit gemeint ist. WIM lässt sich natürlich auch konfigurieren. Interface könnte sein, dass WIM hier mit drin ist. WIM ist nicht hier mit drin. Dann müssen wir natürlich auf /WIM gehen. Und man bekommt ein schönes, fröhliches, riesengroßes Menü. So, erstmal kann man hier an sich, auch wenn WIM als Addon angeschaltet ist, kann man aktivieren oder deaktivieren, ob man WIM haben möchte. So. Man kann hier erzwingen, dass Töne abgespielt werden, wenn auch wenn der Spielton leise ist, dass halt praktisch trotzdem Töne gespielt werden, sobald man eine Nachricht bekommt. Das ist, glaube ich, eins mit der wichtigsten Option. Und ansonsten sollte man hier lassen, wie es ist. Zu den Fenstereinstellungen, das müsste ich jetzt natürlich nochmal das Chatfenster haben, wenn ich es jetzt gerade kriegen würde. Das Ding ist, irgendwie habe ich die Einstellung meiner Minimap verkackt und deswegen kriege ich keine ordentlichen Chatframes da. So, hier haben wir das Frame. Ich muss einmal ganz kurz leise machen, ich muss husten. So, da bin ich wieder. Ja, hier stellt ihr jetzt praktisch die Größe eures Chatfensters ein. Also man sollte es eigentlich nicht sehr groß machen. So, wenn man es so bei grob 350 in der Breite hat, ist es schon ganz gut. Und in der Höhe, ja, kann man es eigentlich halt wie ein Dachdecker, kommt drauf an, wo man es halt hinschiebt, praktisch, damit es da wieder aufpoppt, weil es ist halt so, wenn man jetzt so ein Fenster klein macht, also so, poppt das natürlich dann auch wieder, ups, das war der falsche Knopf, poppt das auch an der Stelle wieder auf. Das heißt, wenn ihr euch jetzt so eine Stelle aussucht, ich meine, ihr könnt es auch wie so ein Messenger wirklich machen, dass ihr jetzt sagt, ja, wir stellen uns das jetzt ganz groß ein, und dann kriegt ihr hier dieses Messenger-Fenster. Das geht natürlich auch. Hatte ich eine Zeit lang persönlich auch drin, aber allzu geil, das ist nicht so. Für ganz Blinde könnt ihr es halt riesengroß machen. Man könnte es auch praktisch so, dass es echt das ganze Fenster überdeckt. Finde ich auch nicht schlecht. Kann man sich wenigstens aufs Schreiben konzentrieren. Kann natürlich nirgendwo anders mehr wirklich hinklicken. Aber ihr wisst, was ich meine. So, das machen wir wieder klein. Und das Ganze stellen wir natürlich auch wieder erstmal ein bisschen runter wieder. So. Mal kurz gucken. Ah, das ist in Ordnung. Also hier ändert ihr die Größen allgemein von der Chatbox. Alles andere bleibt eigentlich wie es ist. Da würde ich auch nichts verändern.
Das würde ich so lassen. Anzeigeeinstellung, also Farbe oder halt das Aussehen der Wimbox. Ich muss sagen, es ist relativ unspektakulär, wie man es umstellen kann, deswegen einfach bei Wim Classic bleiben. Und dem passt das. So, dann die Transparenz des Fensters. Jetzt sind wir ja beim Thema Transparenz. Das macht ja immer am meisten Spaß mit Transparenz. Wer sich das ausgedacht hat im WoW bei den Addons, der müsste echt teilweise. Wofür? Wofür sollte ich ein Chatfenster transparent machen? Zumindest so in der Form. Also das lohnt nicht. Lasst es einfach wie es ist oder stellt es halt auf 100%. Und das würde ich immer anmachen. Das ist sehr hilfreich, wenn ich jetzt zum Beispiel mir selber jetzt Whisper meinen gebogenen Stab. Wenn ich jetzt drauf gehe, muss ich natürlich erst klicken, bis mir der Tooltip angezeigt wird. Das will ich ja eigentlich nicht. Dann könnte ich immer dahin schieben. Machen wir einfach so: Item links bei Mouseover anzeigen. Und dann bekommt es hier direkt beim Draufhalten angezeigt. Das finde ich persönlich ganz toll. Und das sollte man auch immer aktivieren, weil sonst ist es langweilig. Also, es ist schon geiler, als wenn man noch einmal draufklicken muss. Ja, es nimmt einen Klick weg. Das ist arbeitsverringert. So, und an sich die Systemnachrichten und die Fehlernachrichten würde ich lassen in der Farbe. Aber die Farbe der Internetadressen würde ich einfach auf blau machen. Das hat einfach folgenden Effekt. Wer auch schon mal im Internet unterwegs war, der kennt auch so Hyperlinks werden oder auch Gegenstände, ich weiß nicht, Gegenstände werden nicht, gut, Gegenstände werden nicht genommen. Na, aber ihr kennt es ja bestimmt, Hyperlinks werden auch immer blau angezeigt. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich glaube, das müsste so funktionieren. So, dann seht ihr, das ist ein blauer Hyperlink angezeigt. Also für mich persönlich finde ich es besser. Man kann es natürlich dann auch noch ein bisschen heller machen, weil ich meine, das Blau ist jetzt natürlich ein bisschen tiefdunkel. Wenn man jetzt praktisch dasselbe nochmal macht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ihn. Ja, das sieht schon besser aus. Kann man auch noch ein bisschen lesen und erkennen. So. Dann sind wir mit den Anzeigeeinstellungen fertig, dann springen wir weiter zu den Schriftarten. Schriftarten liefert der Messenger eigentlich gut mit. Da kann man jetzt natürlich dann, wie man lustig ist, welche rausnehmen. Ich hasse das, ich bin DND und ich bekomme Nachrichten. Warum? Blizzard, was habt ihr für eine Scheiße verzapft? Ich möchte nicht in irgendeine Gilde, die Pandaren Inc. heißt. Warum konnten die mich jetzt anschreiben, obwohl ich DND bin? Bin ich doch, ja, ich bin DND. Sowas versaut natürlich Tutorials, finde ich nicht geil. Bock nicht. Blizzard darf einen fetten Daumen runter. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Hier können wir die Schriftgröße verändern. An sich ist eigentlich so 10 oder 11 oder 12 ist so das, was man nehmen sollte. In der Schrift, nehmen wir mal 2002. Ja, gut, ein Smiley ist jetzt scheiße, weil Wim hat auch eingebaut Smileys. Machen wir es einfach so. Mu. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt einen Unterschied. Irgendwie sehe ich keinen Unterschied. Sehe ich jetzt einen Unterschied? Manchmal kann man Technik auch vergessen. Also. ja, lass es einfach auf der Standardstift. Das lohnt sich bestimmt am meisten. So, dann kommen wir zu der Nachrichtenformatierung. Zeitstempel würde ich immer drin lassen. Das ist zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel mal im Spiel geflamed werdet oder so, einfach, dass ihr halt, wenn ihr Screenshots machen könnt, damit wirklich die Uhrzeit da ist und so weiter. Also für, ja, außenstehende Probleme, sage ich mal. Emoticons würde ich sagen, nicht anzeigen, weil das kann ab und zu sehr störend sein, wie zum Beispiel da oben. Internetadressen als Links auf jeden Fall und la lange Nachrichten einrücken würde ich auch machen. Dann sieht man wenigstens, ob die Nachricht dann auch weitergeht oder nicht. Bracket Names. Würde ich die Kla also da finde ich, würde ich sagen, nimmt die Klammern, das schockt eigentlich mehr, aber es scheint auch hier wieder etwas verbunden zu sein, oder? Nein, jetzt geht's. Gut, also das ist auf jeden Fall so. Das finde ich cooler, das schockt schon so. So, ansonsten machen wir weiter im Tab-Management.
würde ich sagen, sollte man immer einfach lassen, wie Standard ist. Das ist halt mehr auch wieder so ein erweitertes Ding. Braucht man nicht, ist aber vorhanden. So. Expose ist irgendwie Englisch. Wie das funktioniert, habe ich keine Ahnung. Habe mich auch ehrlich noch nie mit befasst. Ich habe es eigentlich auch immer weggelassen. So, die Credits. Hahaha. Nein, okay, Credits können wir natürlich nicht einstellen. Jetzt kommt natürlich. Oh fuck. Ja, hier ist irgendwie ein klitzekleiner, ja, Header-Fehler noch drin. Okay. Relativ ungeil. Ja. Wir bewegen uns erstmal auf Nachrichten. So, unter Nachrichten könnt ihr halt wieder einstellen, wie eure Farben zum Beispiel beim Chat irgendwie von Leuten, die euch was gesendet haben. Ist zum Beispiel nehmen wir jetzt mal rot. Ja, und dann seht ihr, dass diese Nachricht wurde gesendet. Das ist schon geil, wenn man sieht, die empfangene Nachricht kam zuerst an. Wurde gesendet. So, und die gesendete kann man ja dann zum Beispiel zum Grün nehmen. So, wenn wir jetzt so machen. Wo weiß man auf jeden Fall, wer hat was gesendet. Gut, in dem Fall würde ich das Rot auf Fläche ein bisschen blasser machen. Oh, meine Stimme, das tut mir ein bisschen leid gerade. ja, ich muss einmal mich räuspern. Oh, das ist jetzt scheiße. Ja, egal. So. Oh, das ist echt schwierig ein bisschen jetzt gerade. Aber ich hoffe, euch geht meine rauchige, sexy Stimme nicht auf den Sack. Ja. Battle.net Messages würde ich einfach so. Messages würde ich einfach so lassen. Den Nachrichtenverlauf würde ich immer aktivieren. Kann man immer noch im Nachhinein screenshotten. Innerhalb des Nachrichtenfensters würde ich. Ja, ich würde auf 50. Also, wenn ihr einen guten Rechner habt, der das immer schafft, würde ich das schon so machen. Also auf jeden Fall 50 Nachrichten sollte es immer hier in diesem Vorschaufenster gespeichert werden. Und an sich speichere eine Maximalanzahl pro Spieler, würde ich entweder rausnehmen oder halt auf 1000 Nachrichten setzen. Ich würde es an sich rausnehmen, falls ihr immer mal wieder was in der Vergangenheit nachgucken müsst. Es ist sehr wichtig. So, dann kommen wir zur Filterung. Ja. Braucht man eigentlich nicht zu machen. Eine Filterung würde ich eher rausnehmen noch. Ist besser. So, dann unter Sounds. Play Sound when Whispers receive. Play Special Sound for Battle.net Friends. Würde ich an sich. Kann man machen. Sollte man aber lieber nicht. Also wirklich nur die beiden. Und den auch nicht. Entschuldigung, das war ein Fehler. Chat Blip. Da könnt ihr auch hier, wenn ihr auf den Pfeil geht, könnt ihr euch aussuchen, was ihr nehmen wollt. Da sollte man immer gut drauf achten. So, dann das Fenster behalten. Slash-Befehle abfangen. Na, der bleibt drin. Dieselben Regeln für alle Situationen anwenden. Eigentlich. Das sollte eigentlich alles so bleiben. Also wer hier rumspielt, der sollte ein bisschen mehr Ahnung haben. Das wäre dann auch wieder ein erweitertes Tutorial. Das will ich euch jetzt nicht, ja, antun. So, nun, auch wenn es ein bisschen verbuggt ist, werden wir nochmal auf Chat gehen. Da würde ich, ist ganz wichtig, Nachrichtenverlauf auch aktivieren. Wieder auf die 50 Nachrichten und wieder die Haken raus. Hier ist es ganz wichtig. Und vor allem auch hier. Alle Haken reinmachen. Das heißt, es wird alles, wirklich alles, egal in welchem Channel, egal in welcher Gilde, egal in welchem Schlachtzug, egal wo ihr schreibt, es wird gespeichert, es wird gesichert, es ist immer abrufbar. Und das ist wichtig. Weil ich hatte schon so viele Dinge, sag ich mal, wo man es nicht, wo es wirklich angebracht war, dass ich es im Nachhinein nochmal lesen konnte und musste. Und ja.
Filterung. Nö. Braucht man eigentlich nicht, nur halt, wenn man in irgendwelche Nachrichten. Bestes Beispiel zum Beispiel. Ich mache mal Filterung aktivieren. Das würde ich am liebsten nicht. Das hat auch mal funktioniert. Das ist jetzt natürlich blöd. Ja, kann man nichts machen. Bei den Sounds wieder dasselbe, nur Play Sound when Message is received und alle anderen rauslassen. So. Slash Befehle abfangen. Nein, das haben wir auch schon, ne? Ja, das haben wir auch schon gehabt. Das sollte alles so bleiben. Das lasst lieber einfach so, wie es ist, weil sonst kommen da ganz komische Sachen bei raus. So. Nun ist wichtig, wenn ihr wenn ihr jetzt, wenn ihr was sagen als Beispiel, aktivieren wir mal Show Minimap Alerts, Never Pop Up on Main Screen, machen wir nicht, Never Plus Press Mesh. So, jetzt machen wir einfach mal sagen und sagen jetzt mal Mu. Und das Ding ist, eigentlich sowas zumindest mal. Jetzt haben wir hier auch den Sagen-Chat. Das heißt, alles, was gesagt wurde, sollte eigentlich hier drin auftauchen. Ja, also praktisch, er öffnet noch ein zweites Fenster für den Sagen-Chat auch. Also das heißt praktisch, hier würde ich ganz klar nur bei speziellen Fenstern das machen. Zum Beispiel Custom-Chats zum Beispiel. Wenn du da zum Beispiel eine Gruppe hast, ich habe da zum Beispiel bei mir im Raid, ist es so, habe ich einen Channel für die Heiler und das ist schon geil, den dann zu aktivieren. So. Und an sich war es es dann auch, also wirklich hier immer alles so lassen, wie es hier auch dauerhaft eingestellt ist, es sei denn, ihr wollt wirklich zum Beispiel euren Guild-Chat in so einem kleinen Pop-up haben. Das ist aber natürlich jedem selber überlassen, wie er das machen will. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das nächste Tutorial kommt dann wieder mit einer etwas normaleren Stimme. Und ja, ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen geholfen und ich hoffe, dass euch das Add-on-Wim auch überzeugt. Der Link zum Curse-Client oder so packe ich wieder auch mal in die Beschreibung oder so. Nö, muss eigentlich nicht, mache ich nicht. Kriegt ihr selber raus, habe ich euch alles schon mal gezeigt. So, und damit war es das und ich wünsche euch einen schönen Tag und eine gute Nacht und keine Ahnung, irgendwie so, auch wenn es 18 Uhr ist, egal, haut rein.